Random Dude vor der Kamera, random Dudes im Spiel, bei Dark Souls Randomizer, Bosse hier, dort, überall. Finden wir es heraus, vielleicht auch nicht. Respekt, Respekt für diesen Cold Opener. Ja. Paar Random Dudes. Kann man lernen. Kann man mich mal angucken. Du musst mir nicht angucken dabei, wenn du das sagst. Nein, ich meine, bereits schon die nächtlichen E-Mails. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Folge Randomizer. Diesmal mit Martin auf dem heißen Stuhl. Ja, freut mich sehr. Also Dark Souls ist allgemein ein Spiel, was ich sehr mag. Und der Randomizer hat nochmal eine ganz neue Würze dazu gebracht. Ja, finde ich erstmal super, dass du dich dafür interessierst und dass du dann auch den Schritt machst und es dir installierst und dir es auch anguckst und so, weil das ist nochmal der extra Schritt, diesen Randomizer dann auch immer zum Laufen zu bekommen. Hast du es durch uns? Nee, ne? Du hast schon vorher dich dafür interessiert. Also Dark Souls auf jeden Fall schon vorher. Ja, aber der Randomizer, da habe ich vorher nie so drauf geachtet. Ja. Aber ich dachte mir so, irgendwas fehlt noch bei diesem Spiel, was mir da ein bisschen schwieriger macht. Siehste, Gregor? Es kann ruhig mal schwieriger sein. Wir bringen doch etwas. Ja, und es du also, musst irgendwann auch mal Dark Souls anfangen. Obwohl, du hast doch bestimmt alles. Ich hab's durchgespielt, klar. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Aber nicht on-air, nie. Nee, on-air nicht. Doch, ich hab, aber ich meine, du hast die Erfahrung natürlich als on-air Dark Souls und Souls-Spieler allgemein mitgemacht. Ich habe ein Demon's Souls Let's Play gemacht. Und alter Verwalter, ich habe noch nie für irgendwas so viel Hate bekommen wie für so ein Souls Let's Play. Wie kann es denn nicht sein, dass du das Spiel nicht perfekt spielst beim ersten Mal? Ich sage, ich habe König Alland, das ist der ganz oben King auf Alland. Der Kirche. Ich habe den beim zweiten Versuch gelegt. Echt? Indem ich ihn gecheased habe mit Pfeilen. Ich bin eine halbe Stunde um ihn drumherum gelaufen, hab ihn ein Pfeil und noch ein Pfeil und noch ein Pfeil. Ich wünschte, noch ein Pfeil. Wir haben 6 Stunden lang versucht, King Alland zu erledigen, weil wir in einen auf Magie ihr wurdet Charakter reingelegt von der Community, dass sie Magie macht. Naja, es war am Anfang, es hat wirklich noch Sinn. Und dann, die haben uns ja gehasst. Also, heute verstehe ich warum, aber jedes Mal, wenn wir einen Endgegner mit Magie gecheased haben, haben die uns noch mehr gehasst. Und es war irgendwann einfach so geil, das einfach weiterzumachen und nicht mehr auf das zu hören. Also zumindest um die Tangente mal zu beenden. Ja, wir haben alle schon mal hier auf dem Sender hier ein bisschen was gemacht. Und du, Martin, hättest ja auch sowieso auch aus eigenem Antrieb. Wir haben dich jetzt für die Random Show, für die Randomizer Show verhaftet sozusagen. Ja, das ist auch mal vorstellen. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass du es noch mehr zeigst oder mal durchspielst hier und so weiter. Ab wann hast du denn mit dem Randomizer angefangen? Also tatsächlich gibt es ja verschiedene Randomizer bei diesem Spiel. Es gibt zum einen den Item Randomizer, dann den Enemy Randomizer und den Stat Randomizer. Ich habe jetzt bloß Item und Enemy, weil den dritten noch dazu. Ich habe zum einen Angst, dass das komplett abstürzt, weil mit dem Enemy-Randomizer kann es ab und zu schon mal zu kleinen Abstürzen kommen, ein Boss zum Beispiel komplett verbuggt und die Engine sich einfach komplett aufhängt. Okay. Also eigentlich zwei unterschiedliche, die gleichzeitig hier greifen, oder ist das alles in einer Software? Nee, die sind alle einzeln bei Nexus Mod erhältlich und einfach runterladen und mal ausprobieren. Ne? Jetzt hast du gesagt, dass diese Mod aktuell, oder ja, ist ja eine Mod, ne, dass die relativ wenig gepatcht wurde bisher, dass diese zwei Jahren existiert, bisher nur zweimal geupdatet wurde. Gibt's welche, die halt besser sind als andere, oder ist das der einzige so richtig, den man, weil du nutzt ihn ja jetzt auch, ist das der einzige wirklich sinnvolle? Also ist der einzige, den ich so gefunden habe, der auch. Also muss der Typ ein bisschen schneller mal mit den Updates ran. Das wäre ganz cool, eigentlich so ein bisschen. Okay. Es gibt auch die Funktion, dass man an Orte bloß die Gegner platziert, die dort auch hinpassen, aber die funktioniert auch zum Teil nicht. Dann hast du halt da, wo normalerweise so ein normaler Zombie Hollow stehen würde, auf einmal vor einer der 4 Kings stehen. Er bewegt sich nicht, aber kann nicht durch alle Bände durchangreifen und du kannst einfach nichts machen, du stirbst einfach. Oder da, wo der Tyrant steht, da, wo Barry steht, steht der Tyrant, das kann auch passieren. Ja. Vielleicht auch, das wäre mal interessant, Genre-Spiele übergreifende Randomizer. Oh. Dass hier einfach der Tyrant ist, als Beispiel. Na, es gibt ja den einen Randomizer, Metroid, der Link to the Past, Super Metroid, wo du aus dem Link to the Past Raum reingehst und in einem Super Metroid-Level drin bist. Ich glaube, habt ihr das mal gezeigt? Ich glaube, ich habe das irgendwas mal erinnert. Sie hat mal davon geredet, ich weiß oder nicht, so, ja. Hier gezeigt haben. Das gibt's irgendwann auch mal hier. Wie fühlt es sich denn sonst an mit dem Randomizer? Kommst du damit einigermaßen zurecht oder ist es auf einmal buah? Also es ist schon komplett ein anderes Spiel dadurch. Man hat zum einen nicht die Items dort, wo sie auch gewohnt sind. Zum Beispiel bei Speedbumps, wenn man sich anguckt, die rushen ja alle diesen Black Knight, der unten in diesem Tal steht, für seinen Black Knight Halberd. Genau, so, für die Halberde. Und die kriegst du halt einfach da nicht, sondern musst ja halt irgendwo versuchen, eine Waffe zu organisieren, die einigermaßen vernünftig ist. Mhm. Wenn man Glück hat, natürlich gleich bei der Charaktererstellung. Aber das kommt sehr selten vor. Das Beste, was ich bisher hatte, war ein Säbel. Und der ist auch schon nicht so gut. Ich mag schon die Charaktererstellung, die du vielleicht auch gezeigt hast. Jetzt gerade sehen wir einen, der sieht normal aus. Aber du hast gerade noch ein paar andere gezeigt, die waren meiner Ansicht nach legendär. Das Wunderschöne ist halt wirklich, dass hier alles komplett hier auch random ist. Also sämtliche Kopfbedeckung, Waffen können alles unterschiedlich sein. Ist ja auch noch recht. Ein Eimer. Und dann okay. Die Besten sind immer die Hammer ein. Okay. Ja, das ist natürlich richtig gut. Das ist okay, ja. Der ist auch nicht schlecht, ja.
Ja, ohne Hose. Das ist der Reverse-Jäger. Der Jäger hat irgendwie ja die Sache. Das ist ja fantastisch. Das ist ja großartig. Ja. Oh, da geht's und das sogar ist noch. Der Burger King ist hier. Glatze und die Riesen. Ja, es ist ja fantastisch. Und der Wikinger ist auch dabei. Nichts von alledem kannst du wirklich gebrauchen, ne? Außerdem vielleicht von oben noch. Ja, also das Beste ist hier aktuell, was ich sehe, die Axt. Die hat ein ganz gutes Early-Game-Scaling mit Stärke und ein bisschen Geschicklichkeit. Aber den Rest, diesen fetten Hammer, werden wir erstmal Ewigkeit nicht benutzen können. Und auch der Rest ist eher so ein bisschen sie. Ja, stimmt, wie ist das eigentlich? Du kannst ja dann wirklich Waffen nicht benutzen, weil du den Level dafür gar nicht hast. Genau, genau. Also, ich glaube, es ist ausgeschlossen, dass du die Waffen auch beidhändig nicht benutzen kannst. Also, dass du zum Beispiel eine Waffe bekommst, die 50 Stärke braucht. Okay, du kannst sie also immer genau nur beidhändig benutzen, aber hast dann kein Schild, ja. Genau. Und ja, deshalb, entweder gehen wir für den Style oder für, ja, ich nehme mal ein paar Funktionen. Die Achse ist schon ganz cool. Und da wir nicht den Banditen genommen haben, nehme ich einfach den Generalschlüssel. Nicht, dass wir, die Schlüssel sind ja auch random verteilt. Mhm. Und dann kommst das du halt in die BB. Ja. Auch überall nirgendwo richtig durch. Ja, das ist ja an sich egal. Aber der Pferdeschwanz muss sein. Pferdeschwanz und silberne Haare. Das ist irgendwie. Warum nicht? Ist das der Schwitzer? Oder? Das ist der. So. Und dann gehen wir mal rein. Ja, die Introsequenz ist an sich auch schon ganz witzig, weil. Nee, ist das die? Kommt hier, glaube ich, erst. Das ist ja der normale Film, der abläuft. Genau. Und hier ist ja auch schon, sieht man einen anderen Gegner? Ach, du meinst, das hier schon die, die Charaktere ausgetauscht werden? Genau. Gegner, ja. Mhm. Eigentlich müssten hier jetzt diese Zombies stehen, also die Zombie-Holos. Ja, aber schon, sind die gar nicht da. Steht ja einfach gar nichts da. Ja, oder sie sind so groß, dass das Modell gar nicht in der angezeigt wird, wie die Schlange im Gang. In dem Optimalfall ist das aber nicht der Fall. Und das Erste, was wir auch gleich sehen können, ist hier rechts, ist ja normalerweise der Stray Demon. Irgendwas ist da doch. Und was haben wir hier? Wer ist denn das? Was ist denn? Wollen wir ein bisschen Sound haben, Regie? Oha, wer ist es denn? Ah, Smog. Okay. Ah, ja. Okay. Oh, okay. Smog hast du also da unten. Gut. Ja, und so geht's halt immer jetzt. Also, die können auch mal random irgendwo mitten in der Welt stehen. Was ne, also, es gibt auch die verschiedenen Modi, dass man die Schwierigkeit einstellen kann. Zum einen hat man die Option, dass man halt Bosse komplett ausstellen kann. Mhm. Aber das macht sie wieder ein bisschen zu lame. Der Nervenkitzel ist schon ganz witzig dabei. Ich werde auch jedes Bonfire mitnehmen, weil es halt echt ungewohnt ist und verdammt schwer. Vor allem, wenn er halt ein Gegner ist, den du normalerweise erst mit Level 80 oder 90 begegnest, brauchst du halt 5 Jahre für den, machst du einen Fehler und bist sofort tot. Ja. Mal gucken, was hinter der Tür diesmal auf uns wartet. Wen haben wir denn da? Ist der Taurus Demon? Ich erkenne es nicht ganz. Okay. Ja, der Taurus. Oh, okay. Der war zu groß, als ob der dann da. Ja, ja. So, ah, okay, so schon besser. Also was? Ah, das machst du, damit du die Fat Roll nicht. Genau. Mein Gott, sieht der scheiße aus. Guck dir den armen Kerl an. Aber die Hose behalte ich an. Also ohne Hose ist ja schon ein bisschen unverschämt. Einfach durch die Welt zu ziehen. Ich glaube, die Hose ist das Einzige, was dich zusammenhält. Ja, ja. So, da ist sie. Und wenn man die Bosse anhat, kann hier tatsächlich auch der Stray Demon spawnen, wie ich vorhin gesagt habe, dass er halt absolut nicht passt mit dem Platz. Und man kommt halt nicht durch. Man muss den versuchen, irgendwie zu cheesen, dass der eine Animation macht, wo man drunter durchrollen kann. Ja. Und da kam es halt bei mir schon zweimal dazu, dass er nach oben hier auf diesen Torbogen gesprungen ist. Und 2 Sekunden später ist halt die Engine abgeschmiert. Mhm. Ja, klar, das ist, wenn du out of bounds bist, kann das schnell passieren, ja. Und nehmen wir auch noch mit, auch wenn wir den nicht benutzen. Ah, ist jetzt schon wieder direkt geil irgendwie. Also, es ist schon, man guckt schon gerne auch Dark Souls einfach zu. Das ist irgendwie. Ja, ich spiele zwar nicht so gut, wie ich es gerne würde, aber es reicht. Also sicher, hast du dir auch alle unsere Videos anguckt? Ja, oder alles hast du alles eins zu eins kopiert, weil dann müsstest du ja eigentlich perfekt sein. Genau, ich habe alles kopiert, alles gelernt. Ich glaube, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen, außer wenn irgendwo 2 Gwyns rumstehen. Das wird wenn das passiert, dann ist es eigentlich schon vorbei, dort weiterzumachen. Okay. Achso, ich wollte die eigentlich umbringen, verdammt. Also es könnte auch mehr von einer Gattung stehen, auch wenn es nur einen im Spiel geben würde. Genau. Also es ist nicht limitiert auf eine Anzahl. Es geht schneller. Ja, wollte ich eigentlich am Anfang machen. Sterb. Haben alles hier nur für 100 Seelen. Gut, hier die. Obwohl, nee, das ist schon. Ist das schon ein anderer hier oben? Ja, das ist ein anderer. Ich glaube, sonst würde da auch so ein normaler. Ja, so ein Zombie-Hollow dann stehen, genau. Ja. Heißt das denn auch, dass ich in einem Endgegnerkampf sein kann und dann kommt da stattdessen einfach nur ein normaler Zombie? Oder sind die Endgegner. Das habe ich deaktiviert. Das kann man auch einstellen, dass. Also dass die Endgegner auch random werden. Genau. Und dass dann noch mehrere Male derselbe Endgegner kommt. Nee, das kann tatsächlich passieren, aber ich habe ausgestellt, dass bei einem Endgegnerraum einfach normaler Gegner stehen kann. Also es würde ein Endgegner aber randomized sein. Genau. Ne? Okay. Ja, ja, das macht wahrscheinlich mehr Spaß. Noch. Aber also habe ich den Schlüssel nicht aufgenommen? Hier oben sollte jetzt ein Taurus Demon sein. Oder ist der schon erledigt durch das, was wir vorhin hatten? Nee, der kommt gleich noch. Der kommt gleich noch, ja.
Und das Lustige ist, anscheinend ist da oben über dem Boss-Level, man sieht bloß diesen Balkon, wo normalerweise der Asylum-Demon runterspringt. Aber dort ist auch noch ein Level, wo die Gegner auch langlaufen können. Mhm. Deshalb kann sein, dass der Capra-Demon hier komplett einmal, also wenn der spawnen sollte, komplett außen rumläuft und hier vorne rauskommt. Da an der Stelle. Ah, jetzt, okay, das sind die Feuerspucker hier. Hast du es jetzt nur für uns mal ausprobiert oder bist du selbst dann auch wirklich zu Hause am Spielen? Hast du da so deinen eigenen Spielstand, mit dem du es einfach nochmal versuchst? Oder ist es einfach so, ich mach mal an und guck mal, spiel zwei Stunden und speichere nicht ab und lass es gut sein? Oder tatsächlich, auf welche Art guckst du dir quasi Randomizer an jetzt für Dark Souls? Den Enemy Randomizer habe ich erst letzte Woche so richtig entdeckt. Ich wusste halt, dass es diesen Item Randomizer gibt, aber von dem Enemy Randomizer habe ich noch nie was gehört. Und da habe ich den mal probiert und ich finde halt mega witzig, dass einfach so viel Chaos gleichzeitig passieren kann. Wenn man ja halt das Spiel vor allem schon recht häufig gespielt hat, sind halt auch immer die Gegner nichts Neues mehr. Man weiß, wo die stehen, was sie machen. Und hier kommen auch Interaktionen zustande, die man vorher sich nicht erahnen konnte irgendwie. Also ja, zum Beispiel in diesem Level, wo man, bevor man diesen Taurus-Demon. Moment. Ja, mach du mal bitte. Du musst auch Damage machen. Der ist ja dann doch auch ein bisschen heftiger. Zum Beispiel so eine Situation, normalerweise würde man einfach durchrennen, aber die beiden so eine fette Hitbox haben, kann man nicht durchlaufen. Dadurch sind Speedrun-Tactics hier ein bisschen fehl am Platz. Hast du denn noch mal einen Speedrun versucht? Ich hab's versucht, aber ich bin halt mega langsam. Ich hab's leider nicht lang genug und oft genug gespielt, dass es wirklich schnell wird. Also ich hab maximal, minimal 3 Stunden gebraucht. Und immer noch gut. Ja, aber jetzt im Vergleich zu natürlich dem Dude, der es hier mit einer Hand durchgespielt hat, der war noch mal eine Stunde schneller. Ja, gut, okay, aber aber der hat nur eine Hand benutzt, ne? Das ist halb so lang. Wollte ich ja sagen, wahrscheinlich wird er mit beiden schneller. Oh. Das ist ja natürlich doof, dass man hier nicht vorbeikommt. Aber ein paar Seen kann man auch mitnehmen. In der Hoffnung, dass ich beim Taurus. Kann man R2 benutzen? Das Backseat Gaming fängt an. Zack. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir im Online-Modus spielen oder warum sind die ganzen Nachrichten? Ich habe die gar nicht in Erinnerung. So, jetzt geht's. Wahrscheinlich los. Noch, dass du noch den. So. Wobei. Okay, also. Das ist tatsächlich doch ein. Ja, Asyldämon. Okay, ja. Huh. Uff. Ein Zweifel rollen. Kann jetzt. Ach, du ziehst ihm ganz gut ab, das schaffst du. Ja. Kann jetzt ein bisschen dauern, aber der wird auch Gott sei Dank gestaggert. Das ist aber auch eine Frage deren Werte, sag ich mal. Ich nehme an, dass ein späterer Dämon natürlich viel mehr Hitpoints hat, einfach weil er das haben muss. Genau. Als. Also heißt das jetzt. Nein, wollte ich auch rollen, deswegen hab ich dich abgelenkt. Oh, ich schaffst es noch. Schaffst du es noch. Ja, die Rolle ist nicht rausgekommen. Aber ja, stimmt, wenn die also, Hitpoints angepasst sind. Hat er angepasste Hitpoints oder? Er hat seine richtigen Hitpoints. Weil dafür macht man nicht. Ich glaube, ich hab's Timing. Also, abgesehen von deinem Timing, ist alles gut. Aber es kann auch schon passieren, dass hier der Capra-Demon ist. Und der hält mich zum Beispiel bedeutend mehr aus am Anfang. Oh, ich hab auch ein schlechtes Timing. Der Capra-Demon hat mich so genervt, ey. Ja, da war. Nichts für nichts gierig. Oh, ist gerade. Komm, eine Estus hast du noch. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Okay, was war das jetzt? Ich mach's mal ein bisschen langsamer. Der Capra-Demon ist auch tatsächlich, wenn er alleine ist, ein recht einfacher Gegner. Aber dieses Level, wo er normalerweise steht, mit diesen Hunden dazu, ist halt richtig nervig. Was für eine Qual. Okay, ja, zweimal. Gut. Ja, komm, hau zu. Okay. Einer noch. Oh. Jawohl! Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich sehe dich, ich sehe eine große Karriere für dich als Randomizer Speedrunner Schrägstrich Let's Player bei uns auf dem Kanal. Herzlich willkommen bei twitch.tv Randommeister oder so. Randommeister, Random Muddin. Geht alles. Randommeister ist echt. Mach das mal. Mach das mal. Ich sag dir, das könnte funktionieren. Es ist auch einfach zu Hause nachzuspielen. Dark Souls kostet ja nichts mehr so wirklich. Dark Souls 1. Die kurz die Randomizer runterladen und ab geht's. Das macht halt echt, wenn man das Spiel schon ein paar Mal durch hat, so viel Spaß. Ist mittlerweile, aber es gibt nur noch die Remastered-Version, ne? Genau. Die wurde ja ausgetauscht. Genau. Außer man bezieht noch irgendwo bei sämtlichen Keysellern irgendeinen alten Key. Können zwar noch nicht so viel machen, aber ein bisschen Stärke ist. Ich fühle mich auch gerade erinnern, als es für Switch rauskam, ne, ich mir auch, es war schon draußen und ich habe es mir gekauft, sowas. Ich hatte eine Switch neu. Und wollte es dann kurz anspielen und Schnitt war irgendwie 6 Stunden später, 3 Bosse gelegt und zwar habe ich so, okay, geil, das ist, ich kann gut verstehen, warum einen das immer wieder fasziniert, weil man will dann doch irgendwie noch einen Boss, ach komm, ich gehe noch schnell hier hin, okay, komm, die Seelen, dieses Looten und Leveln funktioniert einfach so wahnsinnig gut. Vor allem, wenn man einmal im Flow drin ist, dann so ein Boss klatscht, die ganzen Seelen von ihm bekommt, sich denkt, oh, jetzt kann ich richtig loslegen.
Ja, vor allem, also bei mir war es so, dass ich beim ersten Mal mega lang gebraucht habe für alles und beim zweiten Mal ist man dann ja schon so routiniert und weiß einfach viel mehr, dass man das so schnell legt, dass man direkt dadurch Bock bekommt, weiterzuspielen. Oh ja. Ach ja, ich kenn das Gefühl. Ach, wir haben Kisten wieder. Ja. Wie bei unserem Ocarina of Time haben wir ja auch im Randomizer gespielt. Gute Frage, ob das vorher oder nachher kommt, bezüglich dieses Videos. Aber da war dann in jeder Kiste halt auch was anderes drin. Genau. Das war auch ein Riesenspaß. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt die ganzen Kisten aufmache, weil natürlich nirgendwo eine gute Waffe, also ich weiß nicht, ob irgendwo eine gute Waffe ist, darum muss ich jedes Item mitnehmen, was geht. Ne? Drachenkopfstein, Drachenauge. Das ist leider alles nichts, was ich benutzen möchte. Und bei meinem Run, den ich gestern noch mal probiert habe, zum Testen waren hier zwei Kelax. Und oh, okay. Das war halt wieder mit der Hitbox ein bisschen gefährlicher. Ich konnte nirgendwo hinlaufen, weil die so dick sind, dass man immer weggeschubst wurde und runtergefallen. Warum habe ich die Items, lasse ich jetzt auch außen vor, wegen den Golems da. Die sind immer ein bisschen gemein, was Hitbox angeht. Und nehme einfach bloß die Items, die erstmal sicher sind. Aber es ist leider noch nichts Gutes dabei. Kein Schlüssel, den ich brauche. Keine gute Waffe. Ja, optimal für natürlich wieder eine Schwarzritterwaffe, weil die einfach so schon guten Base-Damage haben und trotzdem gute Scalings. Mhm. Aber alternativ gehen auch schon Elementwaffen, weil die schon geupgradet sind und mit Elementen infused. Oder Bosswaffen. Aber da sind auch bloß ein paar, die man überhaupt benutzen kann am Anfang. Jetzt kommt ein nächster witziger Part, weil hier unten sind ja auch normalerweise nochmal so Zombie-Hollows, die nichts tun. Und hier können jetzt so die ersten Bosse anstelle von diesen Hollows spawnen. Also so wie ich es eingestellt habe. Und meistens wartet hier immer. Da sieht man einen. Nee, aber meistens wartet hier mal ein Gargoyle auf mich. Also ich hab's jetzt dreimal randomized und dreimal war hier immer ein Gargoyle. Ich weiß nicht warum. So, dann mag Seelenfall, da ist er, ne? Den haben wir, ey, Nils und ich haben den so. Oh, steht hier einer? Ah, hier steht sogar einer. Da ist er. Wen haben wir hier? Ach, so ein Kristall. Der kann da bleiben. Ja. Und warum stehen die jetzt so komisch da? Die bewegen sich auch nicht. Genau. Sind die einfach kaputt jetzt? Man kann das aktivieren, dass die sofort eine Animation machen. Aber wenn du hier zwei Bosse stehen hast, werden die jetzt schon getriggert, wenn du oben rauskommst. Das heißt, also der Weg hier ist extrem schwer zu durchgehen. Und normalerweise machen die Hollows ja das hier. Die stehen irgendwie rum, beten so ein bisschen. Und aber weil die Animation nicht haben, stehen die ja bloß in T-Pose rum. Oder du müsstest die triggern, damit sie angreifen. Wenn ich die jetzt ein paar Mal anhauen würde, dann würde das klappen. Das ist aber enormes Glück, dass du, dass das jetzt so ist. Jo. Jetzt würden die dich halt einfach komplett vernichten. Ja, man kann's. Was ist das denn überhaupt? Ja. Ja, und nehme ich wieder alle Items mit. Bin ja relativ safe, wenn die nichts tun. Da ist der Säbel, den ich meinte, den hätte ich auch mal am Anfang, aber ist leider nicht so gut. Muss man erst ein bisschen upgraden, dass der wirklich. Boah, sind das eigentlich, ey, das ist ja furchtbar. Wenn ich mir die alle vorstelle, dass du gegen die kämpfen musst. Deshalb ich versuche auch nichts anzuhauen, dass ich hier eine Weile überleben kann. Ja, brauche ich auch nicht. Mist. Ja, und Händler haben natürlich auch andere Items, als sie normalerweise haben würden. Darum gucken wir gleich mal unten hier bei dem Magierschmied vorbei. Bewegt sich irgendwas? Ich sehe es hier gerade schlecht. Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn runtertreten kann. Den trete ich immer schon allein aus Spaß runter. Nee. Ach, der Pilz ist zu standhaft. Ja, jetzt verwachsen mit der Erde, was willst du? So, mal gucken, was er so hat. Ja. Gegenstände kaufen. Ist schon mal nicht so gut. Auch nicht. Nur Crab. Okay. Nur Müll. So. Dann lassen wir den halt da unten versauern. Tja, hätte er bessere Sachen. Ja, können wir noch mit ihm reden, aber so. Hier eine rote Scholle. Natürlich perfekt für den Anfang. Mhm. Und dann gehen wir mal trotzdem den normalen Weg, weil hier ein paar Items im Optimalfall sind, die man easy abgreifen kann. Wer steht denn da hinten? Ich kann es noch nicht erkennen. Irgendwas mit einem Kleid. Ach, das ist hier bestimmt eine Mönch. Kommt man nicht auf ihren Namen aus dem DLC. Wie ist denn die gute Dame, die unsichtbar wird? Sieht das? Priscilla? Ja, das ist sie. Priscilla. Aber die ist auch in ihrem Normalerweise ist ja hier dieser untote Drache, der bloß getriggert wird, wenn man da vorne das Item aufnimmt. Aber die Bosse, die hier stehen, funktionieren ein bisschen anders. Die werden sofort getriggert. Okay, getriggert. Jetzt versuche ich einfach zu rennen. Okay. Items. Und sogar noch ein bisschen was mitgenommen. Ja, ich versuche jetzt noch. Sie ist weg. Ja, sie ist unsichtbar gerade. Sie läuft mir schon natürlich. Ich versuche mal so ein bisschen. Ich meine, das Spiel schießt einen ja hardcore weg mit diesem Randomizer. Versuche ich, um die Bosse zu schießen und hier runter zu kicken irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Diese blauen Blitzdrachen, die finde ich auch ungeil. Ja, darum bin ich auch gerade ein bisschen abgeneigt, da weiterzugehen.
Weil ich ja alle Items einsammeln sammle wenigstens noch den geilen Scheiß ein. Also ich frage, wo sie hin ist. Normalerweise sieht man ja im Eislevel ihre Fußstapfen, aber hier ist kein Eis. Aber sie muss noch leben, ich habe noch keine Seelen bekommen. Das sehe ich natürlich gerne. Siehste? Das hat sich schon gelohnt, aber ich kann es wahrscheinlich noch nicht so schnell benutzen. Wo ist es denn da? 20 und 18, okay, geht. Ist nicht so weit entfernt. Das hattet ihr sogar auch, oder? Hattet ihr das nicht benutzt? Ist es das schon? Ah, nee, also das wir hatten, nee. Das Nils Lieblingswaffe war das einfach das größte Schwert, was es gab. Genau. Mit dem einen Move, den wir einfach tausendmal gesehen haben. Da lobe ich mir wirklich Nioh 2, das muss ich echt immer wieder loben, dass das einfach so viel geiler ist, was die Varianz an Schlägen angeht. Ach, eine Freude. Jetzt gehe ich hier lang, weil hier diese Moskitos sind. Und die werden auch durch random Gegner ersetzt. Und wenn da zum Beispiel ein Boss spawnt, fällt er aus sonst wie viel Höhe runter und stirbt einfach. Und ich kann ein paar... Das wollen wir. Genau, ich kann ein paar freie Seelen absnacken. Freie Seelen absnacken. Ah, finde ich gut. Ich sehe dich durchaus, das einfach direkt weiterspielen. Ach, die habe ich jetzt gar nicht vollgenommen. Feuerhund, okay. Die das direkt weiterspielen als KD oder so für uns. Ich hätte damit kein Problem. Also es können auch schon Momente entstehen, dass man richtig hart verzweifelt, weil man einfach nirgendwo mehr weiterkommt. Ich hatte ja angesprochen, dass es verschiedene Modi gibt und man kann, also Gwyn ist ja an sich ein recht kleiner Endboss und dadurch passt er ja überall hin eigentlich. Und es gibt auch extra die Option, dass man ausstellen kann, wenn er gespawnt werden würde, dass ein anderer Gegner anstelle dessen gespawnt wird. Und das hat man verschiedene Schwierigkeitsgrade. Einmal Medium, da ist es bei 60%, dass er rerollt wird. Dann Hard, das ist bei 85, nee, Hard ist gar nicht. Und Easy ist bei 85. Und wenn man auf Hard spielt und da an einer Stelle zwei Gwyns sind und man noch recht low level ist, killt er ein. Oh scheiße, das war jetzt doof. Ah! Ja, aber hast du Kopf drauf gefallen. Hast du das ja. Hast du sogar noch Schaden. Sechs Schaden. Oh. Du hast sechs Schaden gemacht. Das wäre so lustig gewesen jetzt. Ah, shit, ey, da war falsche Knopf in meinem Kopf. Aber ich wollte eben bloß mal langschnüffeln, um zu gucken, was so an Items gibt. Es ist immer noch so ein bisschen die Jagd nach guten Items. Also vor allem große Seelenmengen jetzt interessant, dass wir das Schwert schnell benutzen können. Oder halt, wen haben wir hier? Ach nee, nicht er hier. Hab ich überhaupt einen Buff ausgerüstet gerade? Nee. Warte, jetzt können wir. Jeder hasst sie. Die sind so nervend. Ja, warte, da oben noch. Ah, da kommt schon wieder der nächste. Ja, da kommt alles. So ein Schlangentyp ist auch auf dem Weg. Ja, shit. Ist jetzt schon so eine missliche Lage, die Situation, wenn da oben mehrere Fernkämpfer stehen. Auch bei mehreren Stellen gibt's das. Das ist einfach nur gemein, ist da auch vorbeizukommen. Und jetzt resettest du auch die Feinde hier oder sind das jetzt immer dieselben? Also wenn du ans Feuer gehst, werden auch die Varianz der Gegner, wird das resettet? Oder? Nee, die bleiben gleich. Die bleiben gleich. Die bleiben gleich. Weil die Seed ist fest. Genau. Okay. Wenn die einmal gesetzt sind, die Gegner, dann bleiben die auch dort. Das wäre aber fast noch geiler. Das wäre schon geiler. Oder dass du wirklich jedes Mal, wenn du an Feuer gehst, ist alles neu. Ja, vor allem denkst du, du hast endlich eine Strategie rausgefunden und dann einfach wieder komplett was anderes. Du kannst dich halt auch nicht irgendwie, okay, ich gehe noch mal kurz ans Feuer und dann mache ich den Typen, weil er danach eben nicht mehr da ist. Aber es war auch schon schwer genug. Ich hab's vorgestern einmal bis zum Raum von Ornstein und Smog gespielt. Also mit dem Enemy Randomizer Mod. An sich habe ich das mit diesem Modus noch gar nicht durchgespielt, bloß mit dem normalen Item Randomizer. Aber es ist auch unfassbar schwierig, weil Gegner halt einfach zum Teil nicht für diese Stellen designt sind, wo sie sind. Ja, klar, es soll ja einfach. Eigentlich ist es gedacht, dich zu brechen. Ja, das stimmt. Aber es macht auch wieder Spaß, weil er nochmal eine größere Herausforderung auf einen wartet. So, von nochmal hier lang gehen wir einfach zu den beiden Gargoyles, wo wahrscheinlich kein Gargoyle sein wird. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie einfach in den Freitod springt. Die Seelen würde ich gerne mitnehmen. Oh, sie ist schon ready. Das ist nicht so gut. Gott. Felix. Oh, fall nicht runter jetzt. Ah, da ist sie. Oh. Shit. So eine Scheiße. Ah, oh, ey. Rennen! Das hat schon an meinem Hintern gezählt. Energie wäre nicht schlecht. Du musst die Invisibility Frames ausnutzen. Die ist jetzt wieder weg. Ich würde immer noch gerne wissen, wo sie eben hin ist.
Hier hinter dem Drachen ist eine kleine Höhle, da würde ich auch ganz gerne reingucken, aber wenn ein Drache davor steht, kann man da leider nicht wieder raus. Ja, ich erinnere mich an diese Höhle. Bin da auch mehrfach rein. Immer so der Not, wenn sie alle dir schon hinter dir her sind, denkst, okay, ich geh jetzt in die Höhle vielleicht. Nee. Die strahlen ich einfach weg. Oh, geil. Diese ganzen. Mann, diese ganzen fiesen Mutationen. Da könnten wir gleich auch noch ein paar Items absnicken gehen. Aber da kommen die, da kommen doch auch die Drachen hoch, glaube ich. Ja, also wenn sie hier wären. Wenn sie hier wären, ja. Wenn ein normaler Gegner ist, der nicht fliegen kann, fallen die irgendwo runter. Ja, echt? Ja. Ja, geil. Okay, das, und du kriegst die Seelen. Ja. Oh. Ein kleiner Trost, den man hier doch. Schon wird's abused. Die ganze Zeit. Feuerloch. Du kriegst jetzt drei Butterflies. Oh. Könnte auch passieren, ne? Bei dem Butterfly kann natürlich auch was anderes spawnen, wenn da ein anderer Boss spawnt. Der ist ja normalerweise oben an diesem kleinen Turm. Und der fällt auch einfach runter, wenn es ein Boss ist, der nicht. Also kann ja fast kein Boss fliegen, außer der Butterfly. Das ist praktisch. Selbst Kalamet, was ja eigentlich ein Drache ist, fällt einfach runter und gibt dir 60.000 Seelen mit. Sehr nett. Was haben wir hier? Oh ja, ein Hundi. So, mal gucken, was wir hier jetzt Feines haben. So, ein Goldharz kann man mal mitnehmen. Axt wäre ja auch nicht schlecht. Ja, wow. Verzeihung, Maske. Die habe ich gebraucht. Sorry. Wo ist mein Schild? Das gute Schild. Das habe ich auch noch nie bekommen. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Im Randomizer. Das Grassroot Shield. Das wäre ein Siegen. Ich wäre auch schon mit irgendwas zum Verbessern zufrieden, aber das sind alles bloß so Brocken und Schollen, die man dann jetzt noch gar nicht benutzen kann. Ist natürlich später geil, dass man so eine Scholle nicht aus irgendeiner Sidequest sich holen muss. Aber jetzt am Anfang wäre so eine normale Scherbe für 500 schon ein bisschen besser. Vor allem allein, weil ich keinen Schaden gleich machen werde an den zwei Bossen, die bei den Gargoyles warten. Außer es ist was richtig Einfaches wie nochmal ein Taurus Demon oder Capra. Immer noch nichts Gutes. Habe ich schon einen Ring? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ja, selbe Prinzip an den Ring. Man kriegt ja normalerweise den Verräter da runter, wenn man einmal die Gargoyles erledigt hat. Aber der ist ja. Er ist zu schnell für mich heute. Der Kopf ist zu langsam. Zack. Er hat auch mal einen Rare Drop. Okay, funkelt halt. Brauche ich gerade auch. Na doch, wir haben ja die Schwarzritterwaffe. Die können wir damit verbessern. Schon mal eine kleine Hoffnung. Ja, was brauchen wir nochmal? 20 Stärke. Geschicklichkeit ist eher das, was gleich problematisch wird. So, nochmal eine witzige Stelle. Hier waren bisher immer. Hier sind die Bäume. Genau, immer Golems. Das ist wieder ein Golem. Irgendwie sind hier immer Golems. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich, ne? Das kann ja eigentlich nicht sein. Eigentlich nicht. Schabisch verlaufen. Ist auch wieder ein guter Spawn für. Sämtliche Bosse. Okay, der geht. Der tut nicht viel. Hätte ich auch schon mal hier lag drin. Achte auf mich. Lauf nicht weg. Moment. Nicht so schnell. Hier ist dieses Schuppentier, ne? Das ist Schwanz und ja. Hallöchen, André. Was hast du denn? Das muss immer mal gucken, nicht, dass der da hinten gleich durchkommt. Oh hier, das ist doch schon mal wieder lecker. So eine Helden- und Ritterseele für 1000 kaufe ich mir gleich. Weil die natürlich bedeutend mehr rausgeben. Kommt das Vieh? Nee. Oh, hier sind kleine Scherben. Das ist sehr gut. Aber wir haben jetzt ja auch schon eine Schwarzritterwaffe, von daher braucht man das gar nicht. Ui. Mal trotzdem erstmal ans Feuerchen setzen. Gut. Schon mal einen halben Weg getan. Gott, wie lange ich hier, habe ich so lange gelootet und gegrindet und einfach immer wieder rausgegangen hier und den ganzen, ich weiß nicht, ob es die richtige Ecke ist, aber ich glaube, es ist das Leuchtfeuer, wo ich am häufigsten war, zweithäufigsten. Nur das eine in der Stadt, wo du direkt, wisst ihr, was ich meine? Direkt in dieser Stadt, oder vielleicht verwechsel ich die Dark Souls gerade. Vielleicht war es Dark Souls 3. Boah, ich weiß es auch nicht mehr, das geht alles. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich kann mich mega gut erinnern an das Bild an sich. Ja, wahrscheinlich auch wegen Sans Fortress nachher. Ja, wahrscheinlich das so. Es ist aber interessant, wie Sachen zurückkommen. So Erinnerungsflecken. Genau, wir gehen kurz in die Werbung. Ich muss leider sagen, es ist kurzfristig was dazwischen gekommen. Ich muss raus aus der Sendung. Ich muss mich kurz unter Sachen erledigen. Ja. So random. Ja. Wie das hier ist. So, wir sind passt so random. Und nachher sitzt hier ein gigantischer Fisch.
Guck mal, vielleicht ein Fußball wird mich dann hier ersetzen. Ja, okay. Ich hätte es mir gerne weiter angeguckt, aber es ist sehr spannend und ich werde auf jeden Fall die finale Show dann anschauen. Wir gehen aber erstmal in die Werbung. Willkommen zurück zur Randomizer Show. Heute mit einem großartigen Thema und einem großartigen Gast. Dark Souls Randomizer ist das Thema. Ich nehme an, das interessiert euch alle. Und Martin ist der ehemalige Aufnahmeleiter, der jetzt behoben wurde hier zu einem Randomizer-Vorspieler. Du hast jetzt schon relativ weit gespielt, also relativ dafür, wenn man überlegt, mit welchen Gegnern du dich irgendwie abgeben musst. Wie bist du denn bisher mit dieser Seed einverstanden? Gibt's Dinge, die dich ärgern? Also allein schon, dass wir eine Black Knight-Waffe haben, ist schon mal mega gut. Also, das findest du geil, ne? Das ist richtig gut, weil der Base-Damage ist einfach gleich. Kannst du aber noch nicht nehmen. Brauchst du 20, oder? Meinst genau, du? 20, aber Stärke. Die Geschicklichkeit ist wichtiger, da brauche ich 18. Wenn ich das eben richtig gesehen habe. Genau. Aber unten beim guten Schmied gab es ja ein paar Seelen, die wir gleich kaufen werden. Und dann müssen wir das gleich schon benutzen können, theoretisch. Und upgraden können wir es auch schon einmal. Okay. Also danach sind wir schon mal ganz gut im Spiel. Das sind natürlich das sind keine Strategien in dem Sinne, das ist ja halt, wenn du das Spiel gut kennst, dann kennst du all diese Kniffe, um dann eben auch mehr Seelen zu bekommen und weißt auch, wo du sie bekommst. Genau. Ich frage mich immer noch dran, wann es soweit ist, dass Randomizer automatisiert in Spielen drin sind. Das frage ich mich auch, weil es ist einfach, der Spielspaß wird noch mal um ein Vielfaches erhöht. Also wenn man das Spiel schon einmal durch hat und sich denkt, ich möchte eigentlich noch mehr vom Spiel sehen. Weil wenn man normal durchspielt, denkt man auch über manche Dinge gar nicht nach. Man entwickelt nicht so richtig crazy Strategien, die einfach normalerweise nicht zum Spiel passen würden. Aber durch diese Randomizer muss man halt auch Wege gehen, die normalerweise komplett unüblich sind. Zum Beispiel gestern hatte ich einen Seed, wo ich dann unten war, ist ja, wie hieß er denn? Hubble, der große Typ mit seinem fetten Hammer hinten, mit dem Drachenzahn. Und da kann man ja auch mit dem Schlüssel, wenn man den Generalschlüssel hat, nach oben durch den Turm durch. Wenn man zum Beispiel die ersten paar Meter nicht schafft bis zum Taurus Demon, kann man auch von dort rein. Und das war bei mir der Fall, weil da Emma Grün auf mich gewartet hat. Und er ist halt auf den anfänglichen Leveln komplett tödlich. Also du kriegst einen Hit von ihm ab und du bist sofort tot. Ja, das ist dann ja. Ich meine, klar, das Spiel ist dafür nicht ausgelegt. Ja. Insofern, man geht so lange zum Brunnen, bis es wirklich bricht. Ich finde das total faszinierend, dabei zuzugucken. Und für mich könnte es gar nicht random genug sein. Was natürlich auch noch irgendwie witzig ist, ich will mal diesen Set-Randomizer noch probieren. Da haben dann zum einen die Waffen verschieden ist, also die haben verschiedenen Schaden. Du kannst zum Beispiel so ein kleiner Dolch, der mega schnell ist, richtig viel Schaden machen. Oder halt so ein richtig fettes Schwert, 2 oder so. Das würde mich mal interessieren, ob man durchschnittlich dann eher profitiert davon, weil es irgendwie mehr Waffen gibt, die plötzlich stärker sind. Oder ob das Gegenteil eintritt und man irgendwie kaum noch eine Waffe findet, mit der man was. Siehst du, du hast jetzt Stufe 20, hast du wunderbar genau das hinbekommen, was du gerade gesagt hast. Yep. Und du hast jetzt das schwarze Schwert, nutzt du es gerade schon, oder? Genau, ich hab's schon dabei. Ich würde es auch gerne upgraden schon, aber dafür habe ich noch zu wenig Seelen. Also du hast die Rüstung und so, gibst du dir nicht, weil du schnell sein willst. Genau. Und da ich noch keinen Ring habe, der Belastung erhöht, nehme ich bloß die Strumpfhose, damit sich ganz so. Ja. Komisch aussieht. Ja, könnt auch die nehmen. Ich muss zugeben, mir gefällt das fast besser. Okay, dann lass mal das. Na, einfach, es ist noch rougher. Du bist mehr so Conan. So. Conan, der Dürre, ja. Jetzt muss ich mal gucken. Der Typ da rechts ist ein ganz mieser. Der ist aus dem DLC und. Oh, ja, genau. Und da rein geht's ins Schloss und im Schloss geht's dann hoch auf die Dächer. Oh, okay. Alles kommt zurück. Aber hier im Schloss sind auch noch mal einige. Oh ja, und da oben sind ja auch wieder viele so eine Hollows. Das sind eigentlich die Ritter, ne? Und oh Gott, das ist so schlimm. Und hier rechts oben ist auch einer, genau. Nimm das mal durch. Noch ein Item noch mal absnacken. Da kommt gerade alles zurück. Furchtbar. Die haben auch verschiedene Akkuradius im Vergleich zu den normalen Gegnern. Dass sie dich halt schon viel früher sehen. Das ist relevant, wenn da oben zum Beispiel ein Wyvern oder so steht. Kommt halt schon direkt runtergeflogen. Normalerweise sind hier bloß diese Hollow-Zombies. Oh, ich hoffe, ich krieg's hin. Ich sehe da irgendwie immer, ich sehe einen 80-jährigen Witcher. Der einfach nicht den Moment zum Absprung gefunden hat. Und einfach immer noch in mittlerweile einfach alles egal, nur noch Unterhose. Nur noch einfach. Entschuldigung, krieg das nicht mehr aus meinem Kopf raus. Martin, würdest du dir denn diesen Randomizer zutrauen, quasi den einfach durchzuspielen? Also jetzt von der Seed her würdest du dich wohl gut also, fühlen dafür? Das ist schon echt guter Start. Die Waffe allein, also wie gesagt, eine Black Knight-Waffe, das macht reicht hier aus. Das reicht eigentlich schon. Es gibt ja Speedrunner, die ohne Klamotten nur mit einer Waffe durchspielen. Also ab jetzt hast du eigentlich alles offen. Es ist natürlich, jeder Feind ist wieder ein potenzielles, wie nennt man es, ja, so ein Make-or-Break-Point, wo es eventuell, wo du nicht mehr durchkommst. Ja. Ne? Und du meintest ja auch, die Gegner sind fest jetzt installiert. Das heißt, wenn du irgendwo einen hast, der, sagen wir mal, dich mit einem
der ist unsichtbar und er killt dich bei Berührung. Also du bist, kommst durch den Gang nicht durch, dann wäre das Spiel auch beendet an der Stelle, weil man es einfach nicht schaffen würde. Du könntest vielleicht rauslocken, ja, aber wenn du nichts siehst, weil das Polygonmodell zu groß ist, dann wird es ja irgendwann wird's ja Schwachsinn. Ja. Also es kann wirklich dazu kommen, aber so gerade am Anfang hat man noch viele Möglichkeiten, andere Wege zu gehen, bevor man wirklich einen straighten Pfad folgen muss. Wird halt dann relevant, wenn man später. Oh, sowas ist ja geil. Was meine ich, ne? Geht genau in den Gang rein, lässt dich überhaupt nicht raus. So, jetzt wird's witzig. Jetzt kommt eine ganze Horde an verschiedensten Gegnern. Ah, hier sind diese ganzen Einzelsklaven oder was, die sind auch furchtbar. Und da hinten haben wir schon so einen schlechter. Oh, wie oft ich diesen Gang gemacht habe, weil man da so schön Punkte kriegt. Ja, man kriegt gut Punkte, aber das ist ja hässlich. Weil wegen ihm dahin. Das kannst du doch gar nicht schaffen. Wie willst du dann da durchkommen? Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen rumschießen. Ist ja lustig, genau davon habe ich im Grunde gesprochen und genau das passiert jetzt auch. Ja, aber du kriegst sie ja kaputt. Die Waffe ist halt mega gut schon. Ja. Oh shit. Ah, gut, aber du hast keinerlei Schild, also du musst dann schon zwei Hits sind oft schon zu Ende. Ja. So, zack. Aber wir machen jetzt auch schon gut Schaden an den Dingern. Gut, er ist stuck. Vielleicht kann man da ein bisschen abusen. Das ist ganz gut, wenn der so bleibt. Ei. Ja, okay. Oh, was war denn das? Na gut, dadurch, dass er keine Bewegung hatte, hast du es nicht gesehen, ne? Ja, also ich habe schon gesehen. Oder so. Ja, genau, der charge eigentlich normalerweise nach vorne, aber er hat jetzt die ganze Zeit eine Hitbox auf mich gehabt und dadurch hat mich einfach drei miteinander jetzt Schaden bekommen und war sofort tot. Ja, shit. Ja, aber das ist möglich, da kann man durch. Durch dass er da stuck ist, wenn ich mich da nicht ganz so doof anschaue wie gerade, kann man die ein bisschen wegschießen. Und damit muss man echt viel arbeiten beim Randomizer. Ich so ein Mann und seine Unterhose gehen den Weg. Und seine Sandalen. Ja, stimmt. Das ist schon wichtig. Ja, an den Füßen darf man nicht frieren. Und dann dieses fette Schwert dazu. Schon wieder so ein bisschen Anime-Hero-like. Ja, ich muss sagen, ich finde das ganz geil, wie ausgedörrt er wirklich aussieht. Ich habe mir das nie so genau angeguckt, fällt mir ein. War doch schon richtig schön. Ja. Den Fluch in sich. So, probieren wir es nochmal. Er hier wieder, er ist ja nicht so. Er sieht bloß böse aus, aber er ist eigentlich. Ja, das ist ja wirklich nichts. So. Versuch Nummer 2. Wahrscheinlich kannst du auch einfach durchrennen, ne? Genau. Die haben halt größere Hitboxen als die normalen. Also bei den normalen kann man durchrennen, genau. Bei denen wahrscheinlich jetzt nicht, okay. Es würde zwar hinten trotzdem einer stehen, der den Weg blockiert, aber da kann man kurz anhalten, dann kommt er rausgelaufen. Aber die bewegen sich halt komplett random. Wir haben alle verschiedene Animationen, verschiedene Hitboxen. Man kann es natürlich mal probieren. Bei denen könnte es sogar gehen, bei den Gegnern, die gerade hier sind. Weil die alle recht schmal sind, außer der Klotz da hinten. Jetzt kommt er doch durch, verdammt. Ja, aber du hast dafür aber auch ganz gute Chancen hier gerade. Die blockieren sich alle ein bisschen gegenseitig, du ziehst viel ab. Ja, du musst halt wirklich nur auf die schnellen Schläge da aufpassen. In der Mitte ist noch so ein. Ja, der ist weg. Diese Sau. Ei. Glockenwurm. Durch? Nee, doch nicht. Er ist jetzt tot. Irgendwer ist gestorben. Ey. Oh, nein, falsch gerollt. Oh, Alter. Verrollt. Ich weiß gar nicht, habe ich ihn hier links schon besiegt? Nee, da ist auch noch so einer. Oh Gott. Was tust du jetzt, ne? Nee, nicht die Attacke. Nee, ah! Schade, ne, genau. Das will man ihnen nicht geben, mehr Raum. Ja, genau, das ist das Problem. Aber es geht erst eine Treppe nach unten, was willst du machen? Na, da sieht man schon, was das wirklich Aufwendige ist an einem Randomizer. Und das geht ja dann das ganze Spiel so. So das muss man sich das ja schon auch vorstellen. Aber du meinst ja, dass das genau für dich richtig ist, weil es dir dann wieder Bock macht. Genau, es gibt nochmal so einen extra Kick so. Ein bisschen Masochismus mit drin, aber wenn man drauf steht, ne? Ist ja auch bei dem Sekiro so gewesen, bei. Oh, wie hieß er denn um? Der Typ, der sich nochmal. Genichiro oder was? Nee. Genau. Es war halt so beim ersten Mal, war der erste richtig schwere Gegner dort und das war einfach so geil, immer wieder zu kämpfen, bis sich der Kampf richtig wie ein Tanz angefühlt hat. Ja, ich erinnere mich. Das war einer meiner wenigen Sternstunden. Oha, das ist auch gut. Kann man gleich die Estus Flask verbessern. Und top. Diese Sprunganimation passt halt perfekt gerade zum Outfit. Sieht einfach komplett nicht aus. Ja. Ah, okay. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass hier bloß so Müll drin ist. Man kann auch diese ganz kleinen Seelen ausschalten beim Item Randomizer. Oh shit. Oh shit, die kann mich auch von hinten die Attacke. Okay. Gut. Das sind halt alles so DLC-Gegner, wo man Level 80 plus ist. Und wenn da einmal was trifft, dann ist es schnell aus.
er denn da oben? Ich erkenn's nicht ganz. Ach, das ist so ein Dude. Er legt einen One-Hit mich auch, wenn er mich trifft. Ah! Hat jetzt aber einen guten Winkel gehabt. Einfach so in den Rücken. Einem nackten Mann in den Rücken geflamed. Boah. Nee. Sehr schön. Glück gehabt, ey. Und zack. Jawohl. Ja, du lässt es einfach erscheinen. Das ist es aber auch nicht unbedingt. Also man braucht sehr viel Geduld. Ist nicht so wirklich Speedrun-mäßig, dass man einfach durchrennt. Weil überall ist eine andere Gefahr, die einen sehr schnell tötet. Oh, nee, hier ist nochmal so eine Ratte. Und ist hier wieder so ein Toxic-Spucker. Und dann wieder bloß sowas. Aber zehnmal Regen der Opferung. Der hat sich einen Baum angezogen. Der hat sich einfach Rinde. Denkt euch, ach, das ist auch Klamotten. Rinde ist doch auch irgendwie Stoff. Nee. Er benutzt alles vom Baum. Blasbohr aber dann wird er zum Baum irgendwann. Nee, nicht schon wieder. Ja, oh shit, auch genau in so einer RAM-Schale, in der du jetzt bist. Einfach raus! Hilfe! Kommt er hier durch? Mit Sicherheit. Nee? Er will aber nicht. Schauen wir doch nicht. Er will nicht. Ei. Schön, genau da will man ihn haben. Okay. Aber die Stunde zu kurz. Glück. Jetzt geht das Geduldsspiel mit dem hier los. Hatte ich schon häufig mit ihm. Er ist auch so ein Gegner, der spawnt relativ häufig. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, der Entwickler dachte sich auch schon, der ist richtig nervend, den packe ich sehr häufig rein. Okay, jetzt kommt auch noch so ein Moskito an. Ja, du musst dir mal vorstellen, du bist der Herr über den Algorithmus und die Wahrscheinlichkeit, dass Leute ihre Pets kaputt machen und so viele Sachen. Ist ja noch so eine Mahn. Große Verantwortung. Jetzt habe ich die. Ah, ich habe hab die kommen sehen. Die Bade hat mich gerade gestaggert, bevor ich rollen konnte. So ist das, wenn man in der Unterhose kämpft. Gibt schon einen Grund für Rüstung. Mann, ey. Richtig, richtig schlecht. Och, weiß nicht, ob das wirklich schlecht ist. Aber ein paar Optionen haben wir noch. Gerade will ich noch ein bisschen leveln, erstmal, bevor ich die ganzen Bosse angehe. Weil Level 20 ist noch nicht so viel. Wenn er irgendwie schon. Ein Gwyn drin erwartet, ist halt wieder ein bisschen witzig. Er one-hittet mich einfach. Ich habe manchmal. Habe ich schon ein Schild zum gut reposten? Nee, habe ich auch noch nicht. Und ansonsten, wenn ich ihn nicht reposte, dann brauche ich halt Ewigkeiten. Er hat einfach viel zu viel Leben für diesen Stand des Spiels. Macht's auch so ein bisschen aus. Man muss ein bisschen um den guten Gwyn herumspielen. Und um, wenn zum Beispiel Kalamate spawnt oder irgendwie sowas. Oder so ein richtig fetter Gegner. Arturias, irgendwie sowas. Mhm. Hatte ich das Item vorhin schon? Ach nee, ja, schon wieder R. Shit. Shit. Ich kann hier nachher noch ein bisschen lang. Jetzt kommt er mir erstmal hinterher. Ah, da ist ja noch so einer. Ich wollte gerade sagen, dann kann man vielleicht einen wegnehmen, ein paar Items einsammeln, aber so nicht. Jetzt muss man natürlich im Kopf behalten, wo man schon überall war, wo man. Ah, da haben wir jetzt den Absturz. Nein! Ah, ist es wirklich? Ja, es ist abgestürzt. Ja, leider schon. Es passiert nicht. Also. Das ist aber nicht schlimm. Wir könnten sogar sagen. Es sei denn, du willst jetzt noch weiterspielen, weil an der Stelle wird es ja immer wieder abstürzen, ne? Nee. Das ist bloß, wenn die sich in der Animation festfangen. Ah, nur dann, okay, wenn sie zum Beispiel aus dem. Wo das Spiel nicht mehr klarkommt. Okay. Gut, weil wir haben ja eh nur noch 15 Minuten, hätte ich gesagt, hätten wir auch früher aufhören können. Aber wenn du noch weiterspielen willst, machen wir die noch, nehmen wir die noch mit. Ja, klar, können wir gerne machen. Nächstes noch ein Boss. Nö, klar, ich dachte halt nur, es wäre für dich jetzt ein einfacher Ausstieg gewesen, falls es eben nicht gegangen wäre. Mhm. Okay. Ja, da. Das ist immer die Situation, wenn ein Spiel crasht, weiß ich nie, wo ich rauskomme. Meistens wird man da zurückgesetzt, wo man angefangen hat mit Sprinten. Aber es war auch schon die Situation, dass ich einfach direkt wieder vorm Gegner stand und sofort gestorben bin. War auch wieder mit Kelak. Ist auch ein häufiger Gast. Ich weiß gar nicht, ob ich vor Kings jetzt als Gegner ausgestellt habe. Man kann auch die Gegnerliste durchgehen und die rausnehmen, die verbuggt sind. Okay. Also, wo man sieht, dass sie verbuggt sind, zum Beispiel vor Kings. Und wie habe ich noch rausgenommen? Centipede Demon. Und dann hat man schon mal weniger Risiko, dass es crasht. Ach, hier ist er wieder. Eigentlich müsste ich. Ja, aber ich meine, du hast ja eigentlich gerade gezeigt, jetzt abgesehen vom Seelenverlust und so, ist das mit dem Crashen jetzt ja gar nicht so schlimm. Nee. Man kann ja direkt weitermachen. Okay, was hat er Gutes? Ein roter Brocken. Naja. Brauchen wir zwar nicht, aber. Ah, jetzt habe ich die Seele gar nicht eingelöst. Oh, wir können aber das Schwert einmal verbessern. Ja, Mann. Mehr Schaden, mehr gut. So.
Ja, dann gehen wir jetzt zum Schmetterling. Da ist nochmal so eine Situation, dass man vielleicht Free Seelen einfach abstauben kann. Je nachdem, welcher Gegner da ist. Und zur Not sind auch noch viele Items, die man mitnehmen kann. So. Waffe verstärken. Da. Zack. Und 20 mehr Schaden. So. Das. Also vom Schaden sind wir sehr gut ausgestattet, aber Lebenspunkte könnten ruhig noch ein bisschen mehr sein. Du machst es ja relativ gut schon. Du lässt dich ja wenig treffen. Du bist ja schon so ein bisschen wie einer dieser Speedrunner, die es dann extra schwer haben wollen und in Unterhose rumlaufen. Ich weiß, du hast keine andere Rüstung, aber du machst es schon gut. Ich kann mir vorstellen, du würdest das so auf die Art wahrscheinlich durchspielen können. Brauchst halt sehr lange dann, aber ja. Oh, ein Schlag. Das ist so schön. Ja, so befriedigend. Das war nicht mehr R2. Nee, einfach so. Du auch, zack. Weißer Brocken wollen wir auch nicht. Jetzt gerade. Jetzt, also Ratte. Ist hier so einer? Okay. Ich kann ihn noch nicht anvisieren, hat noch nicht triggert. Was, der ist, nee, der hängt fest irgendwie. Jetzt ist er sauer. Okay. Okay. Ja. Die Hitbox war ein bisschen seltsam. Du willst wieder wegrennen, ne? Nee. Noch ein weißer Brocken. Das weiß ich noch nicht, ob es sich lohnt, auf Zaubersprüche zu gehen. Weil man kann natürlich auch nicht verlässlich sagen, ich möchte jetzt unbedingt den Zauberspruch, aber wenn man jetzt zum Beispiel so einen Sonnenlichtspeer am Anfang gleich findet, der auch sehr stark ist, ob man denn darauf geht, aber habe ich noch nicht probiert. Ich bin ja so der Freund vom Nahkampf. Nee, also wir hatten in Demon's Souls enorm viel Spaß mit den Magie, Seelenfallen hießen sie da ja, glaube ich, auch. Und auch bei Dark Souls haben wir es ein bisschen versucht. An sich ist es schon geil, du kommst halt nur irgendwann an einen Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergeht damit. Es gibt ja auch einige Gegner, die komplett immun dagegen sind, gefühlt. Die haben so viel Resistenzen dagegen, dass du ihnen keinen Schaden damit machst. Ja. Oh, dass diese Falle, genau. Ja, ist gemein. Auch alle dann. Ich mach mal erstmal das Rad weg. Das ist natürlich wieder so ein bisschen, dass es buggy aussieht, aber normalerweise werden ja diese Büsche, die im Boden sind und rauskommen würden. Wenn ich dieses Item hier anfasse, können wir gleich bei dem anderen da zeigen. Und erst ja, das macht es auf jeden Fall leichter. Kann ich ihn von. Dass sie sich nicht wehren. Es kann auch dazu kommen, dass das Spiel komplett stuck ist und gar kein Gegner sich mehr bewegt dadurch. Die sind immer gefährlich. Das wäre ja schrecklich, wenn jemand alle Gegner tötet und die Seelen an sich nimmt. So. Da jetzt bewegt er sich eigentlich. Also richtig getriggert ist er nicht. Aber er hat jetzt eine Animation. Eben war ja komplett stumm. Okay, keine Ahnung, was mit ihm los ist. Jetzt würde er kommen, aber zu spät. So, und dann gucken wir mal hier rein. Du kannst auch schon wieder ein Level abkaufen, oder? Für dein Schwert. Ja. Durchtauchen. Aber ich habe keinen Titanit. Ach mehr. Ja, genau. Okay. So, hier wird's jetzt interessant, weil hier sind ja normalerweise ganz viele unterschiedliche Gegner. Ich erinnere mich an Bäume, an die großen Ritter und natürlich auch an die Lappenlurche da. Jo. Jetzt ist da alles. Alles anders. Wen haben wir denn da? Ach, das ist so ein großer Steindude. Ja, er ist ja schon typisch und witzig, dass der Baum jetzt einfach ein Gargoyle ist. Aber den machen wir gleich, erst wenn der Rest hier weg ist. Ey, da ist einfach ein Gargoyle. Das ist halt einfach also einer der ersten Gegner. Also Mittelgegner hier. Endgegner. Nee, wie nennt man das? Zwischengegner. Ja, ich muss mal bloß gucken. Ich verwechsel mal die schwarzen Ritter zum Teil mit Ornstein. Weil von fern. Das ist aber, glaube ich, einer mit so einem ganz langen Schwert und Rüstung. Jo. Ich habe auch keinen Bock auf die, bin ich ehrlich. Genau, das ist ein Item. Das würde ich schon gerne haben. Ja, aber nur, also ich kenne den Wald noch. Da sind wirklich überall irgendwelche Feinde. Da wird alles voll sein jetzt. So, wen haben wir da? Ja, genau, bei dem eingerissenen Gebäude stehen so überall rum. Der fette Golem, was ist denn mit ihm hier? Ach, das ist so ein Glubschi. Was ist das? Die Glubschis, die ganz zum Schluss kommen. Ach, dabei. So sehen die aus. Hey. Oh, jetzt hast du getriggert. Das, ja, natürlich, so sieht die ja normalerweise aus. Geil. Ah, okay, ja, ist aber auch ein bisschen. Ich lade vielleicht nochmal das Game. Das macht mich gerade ein bisschen skeptisch, dass sich gar keiner bewegt. Ey, für mich wäre das ein Grund, das Spiel zu speichern. Na, bewegst du dich jetzt? Hallo? Auch nicht. Jetzt greift gar keiner an. Hier, die mache ich noch, dann lade ich mal kurz. Oh, nee, komm, mach sie alle. Nimm wenigstens einmal alle Seelen mit. Mach's doch einfach. Du hast mich dabei, kein Problem. Die schiebst auf mich. Sagt der Simon. Der Teufel. Der Teufel. Auf der Schulter. Hol dir die Seelen. Oh, ah, jetzt kommen sie nämlich schon ein paar. Okay, der eine bewegt sich. Also bloß einer. Der ist ja auch körperlos. Ah, die sind gemein. Die machen sehr viel Schaden, wenn sie in einem drin sind. So, nehmen wir mit. Die würden sich sowieso erstmal noch nicht bewegen, außer wenn ich die triggern würde. Ja, hier ist ja hier eh One-Hit-Kills, also. Ah, endlich. Jetzt hast du deine Action. Den würde ich auch bloß cheesen, weil er mich immer noch One-Hittet. Ist mir zu gefährlich, da jetzt einmal den Hammer auf den Kopf zu kriegen, sofort zu sterben. Ja. Ist zwar nicht weit weg, das Feuer, aber
Obwohl. Ja, aber 7000 ist auch nicht wenig jetzt aktuell für dich. Ja. Nochmal? Willst du? Oh. Probier ich das Schwert ziemlich. Und tot. Langsam. Das macht halt keinen Schaden, ne? Also 10 Schläge, dann hättest du ihn. Ei, okay, ich belebe sogar. Immerhin hat er dir nicht alles abgezogen. Schlag 3. Du musst dringend Energie. Jo. Und zack. Das ja auch noch. Ah, den Fehler gemacht, nicht in die Waffe gesprungen. Dann geht es viel einfacher. Oh, nein, auch nicht noch Sonnenvieh. Das kann ganz schön fies enden jetzt hier. Das ist wahrscheinlich härter als der Boss. Oh nein, er zieht das Glück aus. Glück ab. Ich halte nicht so viel aus. Ah. Oh, jetzt zieht es wieder raus. Zack. Jawohl, und noch 2. Nein, oh, was? Zu gierig. Das hat nicht getroffen. Der Klassiker, zu gierig. Ich dachte, sowas passiert immer nur mir. Ich dachte, das reicht. Shit. Ja, das ist ja nicht, Gott sei Dank nicht weit weg. Vielleicht nicht das Item, was dahinter liegt. Verdammt, jetzt habe ich mich doch mit ihm geprügelt. Das macht auch Spaß, sich mit ihm zu prügeln. Ja, das ist aber auch, ich meine, er ging ja los auf dich. Das stimmt. Ich habe mich bloß gewehrt. Du hast dich nur gewehrt. Und zum Glück stehen jetzt alle anderen ja auch wieder nur rum. Das heißt, du kannst deine Seelen auch wahrscheinlich wiederholen. Ja. Oh! Oder doch nicht. Alter! Okay. Und einfach so ein Gargoyle um die Ecke. Hol schnell die Seelen! Alles klar, das war jetzt unerwartet. Jetzt komplette Gegenteil zuvor. Jetzt sind alle getriggert, oder wie? Ah, shit. Lass mich noch mal trinken, Junge. Oh, der dumme Lurchwurm. Jetzt hat am Ende ab. Noch mal. Jetzt geht's ab. Einfach noch mal, wollte auch mal mitsaugen. Einfach so. So wäre es halt eben schon gewesen, wenn die alle aktiv gewesen wären und nicht in der T-Pose. Das ist ein Loot-Egel. Der hat dir. Und noch mal. Aber das ist kein weiter Weg. Das ist ganz gut. Ich wäre eigentlich bloß zum Boss über die Seen. Und ein Item, was da hinten noch liegt. Jetzt ist schon die Frage, ob der noch mal kommt, jetzt getriggert wird, oder ob es vielleicht an der Art liegt, wie du durchläufst. Ja, er ist da. Ich glaube, es lag daran, dass du vorher in die kleine Ecke noch gegangen bist. Vielleicht ist es da irgendwie verpackt gewesen dann. Boah, jetzt können wir nochmal. Aber das schaffst du doch gar nicht. Ja, da kriegt er schon gut Schaden. Das ist ja nicht. Okay. Ich gebe zu, du schaffst es. So. Der ist ja wirklich nicht so stark, wie ich in Erinnerung habe. Ja, es gibt ja auch noch eine zweite Version davon mit so einer goldenen Rüstung, die normalerweise in Anor-Londor kommen würden. Ja. Die halt ein bisschen mehr aus. Aber er war hier der normale vom. Also, erst der beim. Genau, der auf dem Dach ist. Ne? Genau. Ich habe auch. Also, das sind ja zwei, oder das eine? Das sind zwei. Ich habe da so lang dran gehangen, aber im Nachhinein ist es total lächerlich. Beim zweiten Durchlauf schon waren die beim ersten Mal fertig. Das ist halt echt. Vor allem, wenn man diese. Wie heißt das? Blitzharz oder wie heißt das auf Deutsch? Das hier, Goldharz benutzt, kriegen ja noch mal mehr Schaden, weil die dagegen anfällig sind, gegen Elektro. Oh, gut zu wissen. Jetzt. Ah, nein, nicht die Attacke. Seelenheil! Nein! Oh, ich will aber durch. Gut. Ja. Oh. Die kleinen Kram haben mich schon so häufig getötet. Doppelmenschlichkeit. Sind auch noch Homing-Missiles, was da fliegt. Das ist einfach nicht fair. Okay. Das ist so ein Typ. Da ist eigentlich noch ein Item, aber das würden ja gleich diese Frösche hochspringen. Und hier spawnen random Gegner dann auf einmal. Die alle sofort getriggert sind. Deshalb gehe ich erstmal hier lang, um zu gucken, was wir hier noch an Items haben. Und wer hier noch steht. Hallo? Wer ist da? Oh shit, ich habe kein Schild. Ist nicht gut. Ja, musst du rollen. Oh, sofort noch ein. Ja, komm, zwei Schläge, zweieinhalb. Jawoll! Schön. Mit Schild wäre sowas natürlich wesentlich einfacher. Einfach staggern und einen Crit reinballern. Ich dachte, es gibt endlich mal ein Schild. Also eins brauche ich auf jeden Fall. Falls mal irgendwo ein Green kommt, anders kriege ich ihn nicht tot. Das ist auch immer meine größte Sorge. Ja, aber das ist ja nur eine Frage wirklich der Zeit, bis du eins findest. Hoffen wir. Zur Not gibt es auch noch ein Parierdolch. Würde ich auch nehmen. Was war das? Ah, shit. Okay, es spawnt mich nicht mal. Oh, die anderen kommen alle. Nein, nicht wieder eine Krabbe. Ah, hier ist ein machbarer Gegner drin.
Nein, oh, scheiße. Mark 1000 Seelen. Aber auch riskant. 11.000 Seelen. Boah, ist das viel. Mindestens ein, zwei Level up. Ja. Ich hole mir jetzt die Seelen, gehe einfach zum Boss. Hol doch die Seelen, bring sie zurück, level up und geh dann zum Boss. Würde auch gehen. Wo ist da der Nervenkitzel? Ja, ich verstehe schon, worum es dir geht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt respawn, ob ich das aktiviert habe. Nee. Man kann nämlich auch einstellen, ob Bosse, die als normale Gegner spawnen, nochmal wiederkommen. Was in dem Fall natürlich einfache Seelen gewesen wären, die man einfach farmen kann. Aber um das zu verhindern, dass man gar nicht auf den Gedanken kommt, habe ich das einfach deaktiviert. Und dann kann man natürlich sowas abusen wie da vorhin in der Schandstadt, wenn die Gegner als Moskitos spawnen, irgendwo in der Luft sind, unten fallen und sterben, dass man die immer wieder abfarmen kann und 60.000 Seelen einfach für nichts bekommt. Warum nicht? Wenn es das Spiel dir ermöglicht. Ja, alles sind ja schon wieder zu einfach. Wenn man dann hier mit Level 120 den ersten Boss besiegt, wo kommt er denn jetzt her? Will mit dir? Dir möchte ich mich eigentlich nicht. Muss er hin. Die Räder sind halt echt gemein. Immer für Jumpscares zu haben. Aber du siehst sie wahrscheinlich nicht beim Randomizer, wenn die normalen Teile schon dich an die Grenzen gebracht haben beim Dark Souls Randomizer. Ist wahrscheinlich nichts für dich. Ich weiß es nicht mal, wenn ich dir dabei zugucke, denke ich mir, ja, das könnte ich auch, aber wenn ich es dann spiele, merke ich, nee. Ich will dich. Nein, also ich finde das schon okay, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Dark Souls noch unbedingt schwieriger sein muss. Und ich bin auch niemand, der ein Spiel immer und immer wieder durchspielt. Also ich weiß nicht, ich finde es toll. Ich mag auch die Randomizer-Idee. Ich bin nur, glaube ich, gar nicht der Richtige dafür. Weil ich auch schon früher, ich weiß, früher gab es das ein, zwei Mal auch. Es gab bei Resident Evil auch immer wieder irgendwelche Varianten, wo die Items anders waren. Hier ist die Motte, ne? Hm, eigentlich, aber wieso ist hier keiner? Ja, weil es wahrscheinlich ein anderer Gegner ist, der gerade runterfällt. Er fällt nur einfach noch. Das hatte ich noch nicht. Ja, du Hallo? Kannst das ja auch nicht beenden. Nee. Solange der Schmetterling nicht tot ist. Ist hier jemand? Sehr weird, ja. Das Dumme ist jetzt. Nee, ich kann ja reloggen, aber normalerweise würde man nicht wieder rauskommen ohne Heimatknochen. Ich hab, glaube ich, keinen. Nee. Ja, das ist mir bisher noch nicht passiert, dass ein Boss einfach nicht spawnt. Er steckt wahrscheinlich irgendwo da oben, der würde ja da an diesem Turm hängen. Das ist irgendjemand, der gar nicht fliegen kann, der jetzt irgendwo festhängt und gar nicht weiß, was er machen soll. Kannst du dich nicht runterrollen und sterben? Ich kann einfach mich kurz ausloggen. Wir haben aber eh nur noch eine Minute, aber du kannst gerne noch mal versuchen, dass wir es noch einmal vielleicht spawnen. Ja, aber wird dir wahrscheinlich immer derselbe Fehler sein, oder? Wir können es mal probieren, wir starten ja direkt davor, aber ich glaube, der Fehler wird beim gleichen bleiben. Ist Gott sei Dank auch kein Gegner, den man töten muss, aber die Seele hätte ich ganz gerne mitgenommen. Ach, Moment, du musst ihn gar nicht töten. Dann hätte ich jetzt bloß als Driver mitgenommen, um noch ein bisschen zu leveln. Aber wenn das so ist, dann. Was ist das hier? Oben wäre normalerweise noch eine Glut. Im Turm. Aber ich wollte auch das Item gucken, was drin sein könnte. Ja, gut. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Hatte ich halt nicht. Okay, aber es ist ja nun mal, das ist ja das Geile. Random, hättet ihr gedacht, dass da gar kein Endgegner kommt? Mind blown! Musst du so richtig verkaufen. Okay. Martin, das war super, wirklich. Ich bin total begeistert, weil du bist vorbereitet, du hast das Ding hergeschleppt, du hast es angebracht, von dir war die Idee. Danke, dass du das gemacht hast. Hast du denn irgendwie noch neue Pläne? Also hast du noch ein anderes Spiel, was du irgendwann anschleppen willst? Oder willst du irgendwann noch mal mit Dark Souls? Oder willst du das knapp durchnehmen oder so? Du hast ja auch deinen Zockslot. Sozusagen. Genau. Du hast ja die Möglichkeit. Ja. Das soll kein Druck sein. Ne? Ich frage einfach nur, um dir die Möglichkeit zu geben, sowas anzudeuten. Musst du mal gucken. Ne? Lust hat hier auf jeden Fall. Es macht halt unnormal viel Spaß. Aber man muss halt, das ist nicht wie normales Dark Souls. Das spielt man halt, man hat halt dieses Pathing irgendwann im Kopf, wo man langlaufen muss. Hm. Hier ist immer wieder alles neu bauen, immer wieder andere Gegner. Man muss sich ein bisschen langbuseln überall, wo man nicht sofort auf die Fresse bekommt. Ja, es hat mich ein bisschen an Speedruns erinnert. Wenn es nicht klappt, dann haben die Leute ja oft die Alternativstrategien im Kopf und gehen dann einen anderen Weg oder wissen, ich muss hier zurück oder ich gehe aus dem Level raus und noch mal da rein. So ähnlich hat sich das hier angefühlt. Also, du bist schon sehr tief drin und sehr kompetent, würde ich sagen, in dem Ganzen. Ja, würdest du das den Leuten empfehlen? Ich habe das Gefühl bekommen, ja. Ja, also auf jeden Fall, wenn man von Dark Souls nicht genug bekommt, von Masochismus dann auf jeden Fall. Ja. Also es bringt ja wirklich endlich zum Rand der Verzweiflung. Ich hatte schon zu viel Freizeit. So. Ja, genau so. Fühlt sich an wie Arbeit, also.
Das sage ich hier zur Arbeit auch immer. Fühlt sich fast an wie Arbeit. Danke, Martin. Das war echt schön. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch wieder mal was gelernt über die große weite Welt der Randomizer. Ihr könnt gerne eigene Ideen, eigene Randomizer, vielleicht auch Spiele oder auch Tipps an Martin oder so. Alles, was ihr irgendwie loswerden wollt, packt ihr am besten entweder in unser Forum oder direkt unter das Video. Das ist wichtig. Wenn ihr uns supporten wollt, denkt bitte dran, wir haben immer noch den Supporters Club, gerade jetzt in der Krise. Muss man natürlich zusammenhalten. Und mit zusammenhalten meine ich, wir müssen unser Geld zusammenhalten. Und deswegen, wenn ihr was habt, was ihr abgeben wollt, gerne. Ansonsten nehmen wir aber auch Kommentare und Likes und einfach mal einen Daumen hoch. All das ist auch okay. Oder auf der Straße mal rüberschreien, Randy! da freuen wir uns auch. Ne? Ja. Ist alles gleichwertig. Genau. In diesem Sinne, danke nochmal an dich, danke an euch, danke an Gregor und Zia, die gerade nicht da sind. Die werden bei der nächsten Folge wahrscheinlich dann auch schon wieder dabei sein. Und wir sagen jetzt tschüss, viel Spaß mit dem restlichen Programm. Tschüss.